So, weiter. Und hier ist eine Kiste, habe ich ja schon vermutet. So, logisch, hier geht's. Oh, Glücksveroid, weil es hier nicht weitergeht. Immer wenn irgendwo eine Abzweigung ist, wo Ende ist, geht rein, da ist garantiert unter Garantie eine Kiste. Es ist einfach so. Und das Ding, ja, muss jetzt nicht sein. Ich habe keine Lust, jetzt Game Over zu gehen und hier den ganzen Weg nochmal. Das muss nicht sein, nein. Definitiv nicht. Da vorne haben wir ein Speichersveroid. Das liegt daran, dass wir gleich am Ziel sind. So, was haben wir hier? Ach, leck mich doch. Ich kann dich doch eh nicht fangen. Sind hier noch Kiste? Da ist noch eine Kiste. Jawohl. Links, glaube ich, auch noch. Mega-Potion. Ja. Elbet-Lexikon. Auch gut. Cool. Ja, das bestätigt meine These, dass hier wohl Elbet am Spiel, im Spiel waren. Habe ich noch nie so wirklich drüber nachgedacht vorher, aber ist jetzt... Oh, wow, 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 wow. Was machst du denn, Euder? Du bist hier, glaube ich, ziemlich falsch. Der Schrottplatz ist woanders. Ja. Blindhieb erstmal direkt. Alter Falter, ey, Panzerbrecher. Unglaublich. Dann halt Blindschock. Wenn Blindhieb nicht klappt, muss man Schock nehmen. Dann ist er zwar nur für eine Runde benebelt, aber... Wow, Retardschock haut rein. Funktioniert sogar, lol! Wir haben jetzt erstmal 50 Runden zurückversetzt. Das ist natürlich auch genial. Auch er kann nicht gefangen werden, dann war es ja gerade ziemlich sinnlos. Egal. Egal. War ja jetzt auch nicht so hart. Schade eigentlich, dass man den nicht fangen kann. So, ich wollte... Habe ich... Kurzzeitgedächtnis. Ich weiß nicht mehr, ob ich eben links geguckt habe oder nicht. Unglaublich. Ja, bei mir ist einiges kaputt im Kopf. Das liegt aber einfach... Keine Ahnung. Naja. Geradeaus, ist die Bestia. Another Guado fiend? No, an unsent. It is. It's you, is it not, Lady Ginnam? Forgive me. I was too young. There is no human left in you now, is there? Very well then. Allow me to perform my last duty to you. My last as your guardian. Oha, 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 darauf war ich nicht vorbereitet. Das ist unschön. Das ist definitiv unschön. Ja, hier sehen wir schon die neue Beschwörungsszene der neuen Bestia. Ist eigentlich die coolste, finde ich, aber auch die gefährlichste. Weil wir könnten jetzt auf einen Schlag ziemlich tot sein. Deshalb mache ich erstmal Hastgar. Zustandsveränderungen werden hier eh nichts bringen, weil der ist wahrscheinlich immun. Würde ich einfach mal schätzen. Deswegen versuchen wir ihn einfach umzunuken. Retardschock dürfte auch nicht funktionieren. Ach komm, drauf geschissen. Da
bei Goro, das ist nicht gefährlich, Gott sei Dank. Ja, der Oren, der erledigt das schon. Ich meine, die zwei hier machen nicht viel, aber der Oren, der haut den weg. Oh, der kriegt aber ordentlich gerade auf die Fresse. Die Sache bei den, bei der Bestia ist, dass man ihm Geld für Angriffe gibt und die Bestia sucht sich dann halt selbst aus, welchen Angriff sie macht. Es gibt tödliche Angriffe, wirklich ziemlich tödliche, aber Daigoro zum Beispiel, ist es nicht. Ich glaube, Zanmato oder Zanmato oder irgendwie so ausgesprochen, ist die tödlichste, ist sofort alles kaputt. Tot alles. Strange. I thought it would be sadder somehow. Maybe I've gotten used to farewells. You're stronger now. Waka, I hope you're right. Yuna, the faith is inside. Go do what you came to do. Ja, dann gehen wir mal zur Bestia. Ja. Nur können wir nur irgendwas machen. Machen wir das mal. Kisten, yay. MP-Spheroid erhalten. Und was haben wir hier noch? X-Potions. Nett. Nett, nett. Gehen wir auf die andere Seite gucken. Flexklaue, das ist eine Waffe für Riku, nehme ich mal an, aber da ich die eh nicht benutze wirklich, kann ich das momentan nicht gebrauchen. Na, dann gehen wir mal zu Astra. Wir brauchen dann auch den ganzen Weg nicht zurücklaufen, das sieht man ja. Wir können es dann auch zurückporten, aber mal schauen, wie ich es mache. Weil ich muss ja noch Monster fangen. I am the Blade of Vengeance. They dare only whisper my name. Yojimbo. Summoner, I ask you, what do you want of me? If you desire my strength, you must pay my price. Make your offer. Ja, das ist bei der Bestia so, der will Gil haben. So, er bietet mir jetzt an, ihn für 250.000 Gil zu kaufen. Das ist fast mein komplettes Vermögen, aber ich kann auch nicht viel runterhandeln. Es geht aber ein bisschen. Wir machen zuerst 125 und 1 Gil. Dann geht er runter. Dann mache ich 150 und 2 Gil. Dann geht er wieder runter. Ist wie auf dem, so ein bisschen wie auf dem türkischen Bazar hier. Und dann auf 175 und 3 Gil. Und dann geht er wieder runter. Ja, billiger geht's nicht. Billiger könnt ihr nicht kriegen. Ja. Also, machen wir das.
adequate. You are my client henceforth. Ihr müsst sicher gehen, dass ihr genug Geld dabei habt, wenn ihr das hier machen wollt. Das ist ansonsten ziemlich sinnlos. Ich habe Glück, dass ich jetzt so viel Geld hatte, weil ich dauernd gelevelt habe. Ja, das habe ich. Also Jojimbo ist auch eine echte, also eine richtig geniale Bestia, wenn ihr Probleme habt mit einem Gegner. Ihr nukt ihn einfach mit einem Angriff weg. Das ist genial. Ich gehe gerade nochmal saven und dann ein paar Meter zurück hier. Ja, oder so. Dich hatten wir schon, dich brauche ich nicht nochmal. Safe. Dann mache ich hier nochmal kurz einen Cut.